Herzlich willkommen! Dit ist Wikis Welt. Ich bin Wiki und heute wird das richtig, richtig schön preußisch. So Freunde, warum wird das heute richtig, richtig schön preußisch? Weil es um Post geht und um Ordnung. Aber ich setze jetzt gleich erstmal den Helm ab, bevor mich alle Brandenburger und Berliner hassen tun. So, ohne Pickelhaube redet es sich dann doch deutlich entspannter. Kurze Info, ich habe mir jetzt vorgestern beim Schlafen so heftig auf die Zunge gebissen, dass die so angeschwollen ist, dass die bei jedem dritten Wort hinten gegen meine Backenzähne kommt und ich dann so klinge und man mich nicht mehr versteht. Deswegen, sollte ich komische Grimassen machen heute, dann liegt es daran, dass ich Sachen überartikuliere, damit in meinem Mund genug Platz ist, damit ihr mich gut versteht. So. Warum bauen wir ein Preußen? Die Preußen sind oder waren, je nachdem, ob man noch einen echten findet, ja dafür bekannt, dass sie diszipliniert und ordentlich. Und was kann man in einer Fünfer-Wiki besser gebrauchen als Ordnung? Jeder kennt es, egal wie groß der Haushalt ist, man hat so einen Poststapel, das sammelt sich irgendwo in der Wohnung, natürlicherweise. Ja, irgendwie so ein Scheißhaufen mit Fliegen oder Geld, wo ein Brief ist, kommen auch ganz viele andere dazu. Nachher weiß man gar nicht mehr, wem was gehört, vor allem nicht in der Fünfer-WG wie meiner. Und deswegen folgen wir einer DIY-Idee von Jelena. Das Glied durch den Schlitz gesteckt. Heiße Milch mit Honig. Ah, ich merke schon, die ersten schalten ab. Ihr habt gesehen, wie die aussieht. Alles klar, ich ziehe nach. Alles okay, ich wusste, der Tag kommt irgendwann. Ich hatte gehofft, dass ich mit Inhalten punkten kann, aber jetzt muss es halt mit nackter Haut sein. Alles klar. Sie hat das ganz gut zum Nachbauen gemacht. Relativ simpel und schnell. Ich möchte die Idee aber noch ein bisschen weiterentwickeln, weil wir ja nicht nur zwei, sondern auch fünf Personen in der WG sind und weil ich natürlich auch in jedem Video was Neues ausprobieren möchte, im Idealfall. Deswegen werden wir nicht einfach nur schrauben, wir werden blind verleimen, schrauben, überlappen. Habe ich irgendwas vergessen? Ihr werdet es ja sehen. Jetzt zeige ich euch erstmal, was wir alles brauchen. Und zwar brauchen wir Holz! Noch mehr Holz! Noch mehr Holz! Und ein bisschen Wiener geflecht, bitte. Frank, süß, ich glaube, ich habe eine Idee. Raus damit, du Sau. Ganz kurz zur Info. Das ist Wiener geflecht, das gibt's auf Amazon. Ich guck mal, ob ich den Link finde, dann packe ich euch den unten rein. Das ist aber kein richtiges Wiener geflecht. Das ist Wiener geflecht aus etwas dickerem Papier. So, jetzt fangen wir direkt mit dem Zuschnitt an. Ich zeige euch danach, wie wir alles ein bisschen hinlegen, damit ihr eine grobe Vorstellung bekommt, wie das aussieht. Bis gleich. Also die Idee ist jetzt quasi, das hier als Untergrund zu nehmen, na, wenn es denn hält, die zwei längs zu nehmen und hier diese sieben Stück zu nehmen, gleichmäßig zu positionieren, sodass wir fünf gleichmäßige Fächer bekommen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ein Reserve, soll mir auch recht sein. So solltet ihr das nochmal ein bisschen besser sehen können. So, man könnte das ja jetzt hier quasi von außen verschrauben. Was ich aber machen möchte, ist, hier eine Überplattung zu machen. Sprich, dass ich hier die Hälfte wegnimmt und bei dem anderen genauso. Und das Ganze dann quasi so übereinander klebt, dass durch diese Aussparung, die man dann vorher gemacht hat, es die gleiche Dicke wieder hat. Ich werde das jetzt gleich alles anzeichnen und dann mit Hilfe des Tiefenstopps an der Kapp- und Gärungssäge die ganzen Sachen hier fröhlich zurechtsägen.
Also ich habe alles noch mal ein bisschen angepasst eben. Weil der Sägeschnitt ein bisschen rau war, kann man das sehen? So vielleicht, so. Und bin dann hier mit dem Stechbeitel noch mal ein bisschen drüber gegangen. Das passt jetzt alles ziemlich gut zusammen. Ja, hier, kann man das sehen? So ein bisschen wie eine Leiter oder wie Lego oder was weiß ich. Dabei ist mir aufgefallen, ich habe eine Sequenz zu viel gebaut, beziehungsweise ich hätte es hier irgendwo abschneiden können. Das ist aber nicht schlimm. Das Einzige, was schöner gewesen wäre, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich das ein bisschen, also jedes einzelne Fach ein bisschen breiter machen können. Aber es passt immer noch, ich habe es probiert. Bevor ich das jetzt einfach so alles verleime, werde ich Folgendes machen. Ich werde mir hier wieder solche, da ist der Finger, wieder solche Fasern anhobeln. Das werde ich einmal rundherum machen, damit das Ganze noch ein bisschen filigraner aussieht. Dann werde ich es wässern, schleifen, lasieren und dann würde ich sagen, treffen wir uns zum Anpassen und Eintackern mit dem Wiener Geflecht wieder. Kleine Planänderung. Ich wollte die Einzelteile eigentlich erst lasieren und jetzt mit euch verleihen. Das Problem ist, dass beim Schleifen einfach so viel Material von der Fichte weggegangen ist, dass die Spaltmaße nicht mehr gestimmt haben. Dann habe ich mich dazu entschieden, das erst zu verleimen. Habe das dann ein bisschen gezwingt und dann mit einer Schraube fixiert. Die ist mittlerweile wieder draußen, weil wir die nicht mehr brauchen. Und habe es eben jetzt im Ganzen lasiert. Das ist dann immer nicht ganz so schön, weil man ja hier und da die Faserrichtungen hat, die sich überschneiden. Da muss man gucken, dass man das halt richtig anpinselt, aber es geht. So, weiterhin habe ich fertig einmal die Rückplatte. Da habe ich mir hier oben noch so zwei Ecken rausgesägt, weil ich der Meinung war, es sieht ein bisschen eleganter aus. Dann habe ich mir, noch ganz wichtig, neue Böden gemacht. Das waren die ursprünglichen Böden, die sind genauso dick wie die Frontblenden hier vorne. Das Problem ist, dadurch, dass ich mich ja verrechnet hatte, ist es dann so eng geworden, dass ich die Brief wirklich nur noch auf Spannung da reinbekommen hätte und dann würde es halt keiner benutzen. Es darf halt nicht nur schön aussehen, es muss auch funktionieren. Deswegen habe ich mir nochmal so eine etwas dünnere Leiste im Baumarkt gekauft. Die neue Leiste ist halb so dick wie die alte und damit passt das auch wieder. Die habe ich jetzt hinten dreimal angezeichnet und vorgebohrt bei allen fünf Stück. Das dazugehörige Lochsystem auf der Platte hatte ich schon gebohrt. Ja, jetzt können wir zwei Sachen machen. Wir nehmen das Wiener Geflecht, tackern das einfach rein, wie das ist. Oder wir machen das vorher noch ein bisschen nass, legen das nochmal für 10, 20, 30 Minuten irgendwo ein. Und dementsprechend wird das dann, wenn das trocknet, sich ein bisschen zusammenziehen und dann sitzt das ein bisschen straffer. Nötig wäre es nicht. Ich überlege gerade, ob ich es mache. Ja. Wir tackern das jetzt einfach mal entspannt ein und danach treffen wir uns wieder. Dann können wir sie nämlich fast schon zusammenbauen. So, das Gröbste ist getan. Ich muss hier vorne das nur noch mal abschrauben und hier überall einen Klecks Leim dazwischen machen, dass diese Spalte auch richtig schön abschließen. Dann werde ich hier die Seite noch mal lasieren und schleifen, damit alles plan ist, auch hier oben. Das habe ich extra noch nicht gemacht, weil es bis jetzt einfach nur Verschwendung gewesen wäre, weil ich hier die Seiten ja auch noch nicht habe. Was mir aber nicht gefällt an dem Projekt, ist der Name. Der Preuße. Ich weiß nicht, das klingt so unpersönlich.
Ich habe an sowas gedacht wie vielleicht, weiß ich nicht, der strenge Fritz oder so. Ne? Wisst ihr hier, Friedrich der Große, jeder Mensch kann in meinem Staat nach seiner Fasson glücklich werden. Jeder Brief kann in meinem Preußen nach seiner Fasson glücklich werden. Außer er ist zu groß und passt nicht rein, hat er ein Problem. Ja. Habt ihr vielleicht einen besseren Namen? Dann seid doch mal so gut und schreibt mir das unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hey, das ist voll die coole Idee, ich will das auch mal bauen, so oder so ähnlich, dann seid so gut, schickt mir ein Foto auf Instagram, dann kann ich das posten. Würde mich wahnsinnig interessieren, ob da jemand Bock drauf hat, sowas auch nachzubauen. Und wenn ihr mir einen guten Namen schreibt, dann mache ich hier vielleicht nochmal so ein kleines Schildchen für da oben, wo das dann draufsteht. Ich mache jetzt noch die letzten Handgriffe. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ihr seht gleich nochmal dieses wunderschöne Möbelstück hier in den Nahaufnahmen. Und Leute, immer schön dran denken, abonnieren. Macht es gut. Thank you.